Fast zögerlich betritt sie den Saal. Was folgt, ist minutenlanger Applaus für die First Lady. Es ist ein betont warmer Empfang für Melania nach wochenlanger Auszeit. Der Präsident belässt es bei einer angedeuteten Geste und einer Erwähnung zur Begrüßung, mehr nicht. Members of Congress, the First Lady of the United States and my fellow Americans. Doch auch heute setzt die 47-Jährige wieder ein Zeichen. Sie geht auf Abstand. Ohne Ehefrau an seiner Seite muss sich der Präsident auf den Weg machen. Das Paar fährt getrennt vor. Eigentlich unüblich und trotzdem zu erwarten nach turbulenten Wochen. Was längst vermutet wird, wird in Davos deutlich. Melania sagt kurzfristig ab, nachdem sie sich zu Wort meldet. Die Pornodarstellerin Stormy Daniels erzählt von einer Affäre mit Donald Trump aus dem Jahr 2006. Das Jahr, in dem Melania den gemeinsamen Sohn Barron zur Welt gebracht hatte. Die First Lady zieht sich zurück, zeigt sich von da an nicht mehr mit ihrem Ehemann. Schon zuvor hatten Szenen wie diese verwundert. Melania verweigert das Händchenhalten. Neuen Stoff für die Gerüchteküche liefert dann das Enthüllungsbuch Fire and Fury. Der Autor deutet ein Verhältnis des Präsidenten mit seiner 29-jährigen Pressesprecherin Hope Hicks an. Beweise aber gibt es nicht. Im Kapitol heute wird jeder Blick, jede Bewegung des Paares gedeutet. Die Distanz zeigt sich dabei nicht nur räumlich. Melania wird bei den US-Bürgern immer beliebter, während der Rückhalt des Präsidenten schwindet. Der anhaltende Empfangsapplaus für die First Lady ist zwar schwer zu deuten, aber mit Sicherheit kein Zufall.